wollen das Thema natürlich noch vertiefen. Das machen wir mit Dr. Stefanie Schwarz-Gutknecht. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin. Grüße Sie. Was erleben Sie denn selbst tagtäglich in der Praxis? Mit welchen Themen eben bezüglich Kinder und Impfen kommen Eltern auf Sie zu? Also Impfen ist sowieso ein ganz schwieriges Thema. Das ist nicht nur, was jetzt die vorbestehende Covid-Impfung angeht, sondern überhaupt ein Thema, das unheimlich viel Aufklärungsbedarf bedarf und wo wir wirklich, ich und mein Team, sehr viel Zeit aufwenden, um die Eltern aufzuklären, was jetzt die ganz normalen Impfungen, die schon seit Jahren auf dem STIKO-Plan sind, besteht. Und ich denke, wenn jetzt erst die Covid-Impfung im Raum steht, dann haben wir wirklich ganz viele Fragen, die die Eltern dann stellen werden. Welche Sicherheit haben Sie denn persönlich auch? Denn es gibt ja immer noch keine richtige Aussagen, entweder von der STIKO oder von der EMA. Ich glaube, da warten Sie sicherlich auch noch auf Beschlüsse, um dann entsprechend beraten zu können. Ja, auf jeden Fall. Die Eltern orientieren sich sehr an den STIKO-Empfehlungen. Wir haben ja auch einen STIKO-Plan, auf dem alle Impfungen stehen. Und es ist immer schwierig, Eltern zu überzeugen, wenn die STIKO nicht dafür stimmt für eine Impfung. Was können Sie denn momentan den Eltern an die Hand geben, wenn Sie sagen, okay, ich möchte möglicherweise meine Kinder impfen, weiß nicht, wie das künftig mit der Schule sein wird oder mag vielleicht die Impfung aussetzen bei den Kindern. Was können Sie da raten? Das ist auch für mich sehr schwierig. Ich habe ja selbst einen 12-jährigen Sohn. Ich bin selbst etwas unsicher, was ich für mich selber mir raten soll oder was ich den Eltern raten soll. Vor allem, weil ja die Kinder sehr wenig an den Impfungen, an den Covid erkranken und auch sehr selten schwere Verläufe sind. Lohnt sich denn wirklich, dass man Kinder impft mit dem Risiko von Nebenwirkungen? Hat es denn Vorteile oder bringt es eher mehr Nachteile? Was erwünschen Sie sich denn von der Politik beziehungsweise dann entsprechend auch von den Gremien, STIKO, Info etc., dass Sie dann auch mit einer gewissen Sicherheit in die nächsten Wochen, Monate gehen können? Also ich wünsche mir schon eine klare Aussage, auch was die STIKO angeht. Die STIKO sollte sich wirklich dazu ganz deutlich äußern, ob sie die Impfung empfiehlt oder nicht, weil es macht mir dann wesentlich weniger Arbeit und es ist für mich dann eine klare Vorgabe, wie ich mit den Eltern, was ich denen raten soll. Also wir halten fest, auch die Fachärzte haben momentan noch das eine oder andere Fragezeichen, das es dringend zu klären gilt. Dr. Stefanie Schwarz-Gutknecht, danke Ihnen vielmals für das Gespräch.